Ja, hier auf Mallorca haben wir weiteren Gesprächsbedarf. Wir haben einen neuen Gast hier am Tisch, nämlich Nadine Brieger. Sie ist Altenpflegerin aus Hamburg. Und wo drückt bei Ihnen der Schuh? Also der Schuh bei mir drückt in dieser ganzen Corona-Zeit, was passiert ist, seitdem Corona, sag ich mal, Beginn von Corona gewesen ist, wurden wir komplett alleine gelassen. Es gab keine Schutzmaßnahmen, es gab keine Schutz für den Mund, es gab keine Handschuhe, es war wirklich wenig gewesen. Und warum haben Sie da Ihren Arbeitgeber mal drauf angesprochen? Der Arbeitgeber konnte gar nichts dafür. Es war einfach die Regierung gewesen, weil die Mundschutze produziert wurden und irgendwo ins Ausland hin produziert wurden und wir komplett alleine gelassen wurden. Und Sie mussten also ohne Mundschutz arbeiten und haben sich selbst eingenäht oder selbst organisiert? Wir haben selbst genäht. Wir haben selbst Mundschutze genäht und sind in der ersten Zeit mit selbstgenähten Mundschutzen losgegangen. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Zuschauer, das ist Bernhard Rothenhäuser, er ist hier bei uns. Was machen Sie beruflich und wo drückt bei Ihnen der Schuh? Ja, ich bin Wachmann im Erstaufnahmelager in Hessen, in Rodenburg an der Fulda. Und der Schuh drückt dabei, dass wir als Sicherheitspersonal niemals in der Presse erwähnt werden. Weil wir sind ja immer da, wir arbeiten im Verborgenen und halten alles im Griff, damit andere Leute eben arbeiten können. Es wird immer dann gezeigt, oh, und die Krankenschwestern können das arbeiten und das. Aber wir sind eigentlich die, die vor der Pforte stehen und alles schon mal herausselektieren, was eben nicht rein darf. Wie hart ist denn da Ihr Job? Erzählen Sie mal. Es ist so ein psychischer Druck, ständig, ob wir angesteckt werden oder nicht. Und wir sind eben dabei, wir tragen auch Mundschutz 12 Stunden am Tag. Wir haben 12-Stunden-Dienste und mit voller Montur, mit dicker Jacke und alles, Handschuh, alles. Wir sind da eingemummelt und das ärgert uns da eben schon, dass wir eben so links liegen gelassen werden. Sie müssen den Job jetzt wechseln, weil Sie sind da, der Vertrag läuft bei Ihnen aus. Erzählen Sie mal, was kommt danach? Genau, unser Standort wird Ende September geschlossen und da sind dann gleichzeitig dann etwa 100 Leute arbeitslos. Das steht da dann auch nicht in der Presse, komischerweise. Immer noch, oh toll, das kommt das Neue rein. Und für uns heißt das dann eben Bewerbung wieder schreiben in andere Standorte. Meine Hauptfirma, wo ich arbeite, die will uns versetzen. Aber von meinem Standort, wo ich jetzt wohne, ist das mindestens 100 Kilometer entfernt. Das ist nicht schön. Also werde ich mich jetzt versuchen, also in meinem Standort will sich die Bundespolizei will sich da sesshaft machen, ein Ausbildungszentrum rausmachen und da versuche ich mich da eben zu bewerben.